Derby-Time bei Bayernliga pur. 2 gegen 3 und ein Niederbayern-Derby in der Bayernliga Süd im Doppelpack. Das heißt TSV Bogen gegen die Spielvereinigung Landshut mit Tobi Wittenzellner und natürlich auch dann die Begegnung 2 gegen 3. Der VfB Eichstätt gegen den VfR Garching mit Nele Schenker. Der VfB Eichstätt empfängt den 2. der Bayernliga Süd und möchte ihn am liebsten direkt wieder ohne Punkte nach Hause schicken. Doch Garching will den Verfolger auf Abstand halten und stellt das in den Anfangsminuten auch unter Beweis. Der erste Treffer dann allerdings auf Seiten der Gastgeber. Bereits in der 7. Minute klingelt es. Nach dieser Ecke von Hörmann köpft Grau ein. Kann bei dem 1,72 Meter kleinen Stürmer eigentlich nur bedeuten, er wurde vollkommen allein gelassen. Und genau so ist es auch. Ein Fehler der Garchinger Abwehr, der sofort bestraft wird. Und auch beim nächsten Tor der Eichstätter schaut die Defensive der Gäste nur müde hinterher. Schöner Pass von Vitasek auf Scheel. Der läuft ungehindert über die rechte Seite ein und verwandelt zum 2:0 in der 37. Minute. Garching danach erst einmal sichtlich bedient. Nach der Pause dann aber offensiver und mit vielen Chancen. Vor allem Prunic immer wieder gefährlich im Eichstätter Strafraum unterwegs. Doch der kurzfristig eingesprungene VfB-Keeper Dörfler hält den Sieg fest. Auch der verschossene Elfer von Schuster tat da kaum noch weh. Der VfB gewinnt verdient das Verfolgerduell und schiebt sich in der Tabelle bis auf 2 Punkte an Garching ran. In den glücklicheren Situationen haben wir das vorgeschossen. Das hätten die auch jetzt machen können, aber ja, jetzt war halt das Glück ein bisschen auf unserer Seite und der Max Dörfler im Tor, der hat das ganz toll gemacht heute. Und somit ist der VfB Eichstätt und der Trainer heute mal zufrieden. Wir haben so viele Torchancen heute vergeben, dass wir es ja, dadurch leider verdient verlieren. Aber trotzdem muss ich sagen, ja, war es kein schönes Spiel zum Anschauen, weil sehr viele Fouls gespielt wurden und auf einem ganz miesen Platz. Und da war technisch Fußballspielen wirklich nicht möglich. Resultat des Spiels also, ein schlechter Verlierer und gute Stimmung im Westpark. Das war's von Bayernliga pur. Packende Spiele, spannende Szenen und tolle Tore haben Sie gesehen. Und wir hoffen natürlich darauf die Wiederholung am kommenden Sonntag hier wieder bei BEVTV, die Sendung Bayernliga pur. Bis dahin, Servus und für Gott und vor allem eine schöne Woche.